Da warten noch zwei Schriftrollen auf mich, also zwei Bonusräume. Hier in The Sojourn in der zweiten Etage der... Ist es vielleicht eine Bibliothek? Ich weiß es nicht. Aber ich gehe nochmal kurz hier hin. Habe ich letzte Mal nur kurz vorbeigeschaut an der Stelle, wo Gandalf den Baum des Lebens erklärt oder so ähnlich. Und mir ist noch aufgefallen, also ist mir ja ursprünglich auch schon aufgefallen, das Amulett hier leuchtet stark. Das ist vielleicht noch etwas heller als dieses hier. Und wenn wir uns mal die drei Gestalten angucken, dann könnte das doch mit dem Alter zusammenhängen. Das soll ja hier eher noch ein Kind sein, obwohl sie von der Größe her irgendwie alle gleich sind. Aber er ist wahrscheinlich der Älteste. Ja, sie ist... Keine Ahnung, was sie ist, aber... Ja, vielleicht soll das andeuten, dass dieses Licht uns im Laufe des Lebens verloren geht. Und um das Ganze jetzt... So, welche nehmen wir eigentlich zuerst? Erstmal rechts. Um das Ganze jetzt noch weiter zu treiben, ich soll ja immer dieses Licht befreien aus dem... aus diesem Gestrüpp, was ich dann in der letzten... War es die letzte Folge? Oder vorletzten? Als Herz interpretiert habe. Wo ist es denn? Ist es hier überhaupt? Nee, jetzt sind ja nur die Schriftrollen da. Des Rätsels Lösung stand hier gerade. Ja, das würde dann nämlich bedeuten, dass neues Licht aus... Ja, aus dem Tod herausgeboren wird, sage ich jetzt mal. Also eine Generation verschwindet und die nächste Generation kommt. So nach dem Motto. Ich bin eigentlich nicht so der, der da großartig jetzt ruminterpretieren will, aber das fiele mir noch dazu ein. Okay, das Ding kann ich ausrichten. Wo wollen wir es denn haben? So ist schon mal ganz schlecht. So, in die Richtung, da würde es da Licht geben. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ich kann die Harfe anhauen und kann das Ding da rausnehmen und schnell wieder abhauen. Sagen wir mal so. Und die Statue muss ja darauf. Also ich muss eigentlich nur dahin kommen. Ja, ich würde sagen, ich brauche den Strahl dann hier, damit es klappt. Um das mal so im Vorfeld analysiert zu haben. Es wird bestimmt noch fieser, aber das... Ich tendiere dann jetzt doch dazu, den Strahl hier zu haben. Ach so, geht ja gar nicht. Dann komme ich durch das Gestrüpp nicht durch. Das ist ganz schön blöd, ne? Ja, muss ich mal schauen. Ich mach mal erstmal einen Anfang. Wenn die Statue drüben ist, dann könnte mir das mit dem... Ich komme ja gar nicht zurück. Ah ja. Wollte gerade sagen, dann könnte mir das mit dem Strahl egal sein. Aber ich glaube, ich brauche ihn erst hier, dass ich überhaupt zurückkomme. Ich drehe nochmal, weil ich dann da... Nee, Moment, wie mache ich denn das? Das ist doch nicht so leicht. Die Gedanken überschlagen sich gerade ein bisschen. Ich wollte darüber, aber der Strahl ist ja noch gar nicht aktiv. Insofern ist es Quatsch. Ich schlage das Ding jetzt an. Ich schlage es gar nicht an. Ich nehme das Relikt erstmal raus. So, nochmal. Wenn ich jetzt... Das ist ja blöd jetzt. Jetzt kann ich den Strahl nicht hier hin machen und die Harfe anschlagen. Aber ich könnte hier wechseln. Ja, das ist vielleicht die bessere Idee. Also Relikt rein. Jetzt haben wir den Strahl. Wo will ich ihn denn haben? Ich will ihn... Ja, fürchte, ich will ihn hier haben erstmal. Ich weiß nicht. Ich komme zwar jetzt nicht raus, aber ich kann natürlich den Platz wechseln. Kann auch hier hingehen. Jetzt hätten wir die Statue da. Klappt das jetzt nicht? Jetzt nehme ich mal das Relikt wieder raus. Ach so. Jetzt kann ich... Ah, stimmt, der Strahl ist ja noch. Jetzt kann ich Plätze tauschen. Das stört, glaube ich, nicht, dass das... Ach so. Jetzt habe ich das Relikt nicht mehr. Aber ich wollte es... Oh. Oh, das ist ja blöd. Ich glaube, ich muss schnell sein. Ich habe so das Gefühl, ich muss schnell sein. Ich mache das Relikt mal nur einmal kurz hier rein. Plätze tauschen ist gut. Ich will eigentlich raus. Mist, geht das jetzt nicht mehr rückgängig zu machen? Mach's mal hier rein, verdammt. Muss die Statue wieder hier hinkriegen. So, einmal gewechselt.
Ja, die Harfe kann ich ja nur anschlagen, wenn ich im Strahl bin. Also mach ich... Ohne Relikt kein Strahl, verdammt. Kann doch nicht wahr sein. Also Relikt wieder rausnehmen. Strahl kurz anmachen, dann bin ich hier wieder gefangen. Was ich allerdings auch machen kann, ist, ich kann das Ding jetzt dahin drehen. Dann hätte ich da den Strahl. Und wenn ich da schnell hinwechsel... Ich kann schon wieder nicht wechseln. Ah, stimmt, so kann ich nicht wechseln. Okay, hat sich erledigt. Dann gehe ich doch mal ein Stück weiter. Und zwar hier hin. Dass ich jetzt praktisch die Harfe anhaue, dann wechsle, dann schnell laufe. Und dann ist ja die Statue hier aktiv. Das wollte ich zuerst ja auch machen. Oh, da muss man... Darf man keine Zeit verlieren. Oh, es ist ein knapper Countdown, aber es klappt. Und jetzt kann ich... Achso, was bringt mir denn das? Jetzt wechsle ich zurück. Scheiße. Das geht ja auch wieder nicht. Jetzt komme ich hier wieder nicht raus. Hätte ich die Statue da hinterlassen müssen? Wenn ja, wie? Weil da hätte ich nicht mit dem aktiven Strahl rausgekonnt. Ah, das ist schon ein bisschen mies. Die Statue... Ach, Moment mal, das geht doch ganz einfach. Ich kann, oder? Naja, so einfach auch nicht, aber... Jetzt ist sie angestrahlt, ne? Jetzt habe ich zwar nicht das Relikt, aber jetzt kann ich die Statue... hier hinbringen, kann zurücklaufen. Kompliziert. Dann bringt mir ja das Zurücklaufen aber auch nichts. Ich müsste hinkommen. Moment. Die Statue steht ja schon richtig. Ich muss jetzt... Achso. Ach so, ein Elend. Ich muss eigentlich das Relikt wieder rausholen. Wenn die Statue jetzt da steht, ist es ganz schön blöd, oder? Momentchen mal. Was sehe ich denn gerade nicht? Statue steht richtig und ich muss hinterherkommen. So ist es doch. Dafür muss ich... Ach so, das ist, glaube ich, wieder so ein schneller Wechsel. Oh, das ist ganz schön mies, muss ich sagen. Ich meine, es geht, aber trotzdem. Das ist jetzt hier so ein Timing-Ding gewesen. Ja. Anders ging es, glaube ich, nicht. So, was sagst du mir? Eine neue Denkweise führt oft zu neuen Einsichten. Gut, neu wäre jetzt, dass es wirklich komplett Timing ist, wenn ich es richtig interpretiert habe. Gut, das war der Controller. Stört euch nicht dran. Dann machen wir jetzt noch die Schriftrolle. Und wenn ich ehrlich bin, darf dann auch mal ein neues Hub kommen. Ich hatte jetzt hier nur zwei von diesen Toren mit den römischen Zahlen und dann eben noch zwei Bonusherausforderungen. Und dann ist auch die Frage, ob ich jemals noch die Herausforderungen, an denen ich in einer Folge mal vorbeigelaufen bin, auch machen kann. Da hatte ich mich ja noch nicht rangetraut, weil ich dachte, das könnte doch wieder zu schwer werden. Und ich glaube, in dem Spiel habe ich nicht so richtig eine Levelanwahl. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Okay, hier oben ist nichts weiter, würde ich sagen. Gut. Also, ich habe wieder ein... Oh, eine Statue mit Relikt drin. Wenn ich das jetzt zum Beispiel rausnehme und hier mal einen Strahl mache, kann ich die Harfe anhauen und rüberlaufen. Beziehungsweise in so ziemlich alle Richtungen laufen. Der Strahl geht natürlich nicht hier durch. Das heißt, wenn ich da wäre, hätte ich nichts gemacht. Ich habe kein Feuer, ne? Feuer habe ich nicht. Das ist ja interessant. Wie kriege ich denn dann jemals... Na gut, ich gehe mal hier rein, hau die Harfe an, gehe hier rüber. Hier haben wir keinen Strahl. Schade auch, jetzt stehe ich ja... Oh! Stehe ich jetzt hier auf... Nee, ich stehe nicht ganz auf verlorenen Posten. Also ich bin hier noch nicht weitergekommen, konnte nichts schalten. Okay. Die Harfe wird nur gespielt. Mit dem Ding kann ich sowieso auch gar nicht tauschen.
Okay, muss anders funktionieren. Hätte ich das Relikt mitnehmen sollen, dass ich die Harfe auf jeden Fall spielen kann, aber das ist ja irgendwie... Ich probiere es mal aus. Die Sache ist die, ich würde gerne erstmal, was macht denn der wieder? Dupliziert der irgendwas? Muss man das mal angucken. Nee, der macht direkt das Tor auf. Okay. Und da komme ich überhaupt nicht rüber. Das wird ein längerer Weg. Oh, weia, das wird ein richtig langer Weg. Da wird noch dupliziert. Oh Gott, übel. Okay. Relikt ist hier drin. War vielleicht auch nicht die beste Idee. Aber Relikt in der Statue drin zu lassen, hilft auch nichts. Aber ich werde da hinten nie den Strahl haben. Zumindest nicht mit dem Ding hier. Und an andere komme ich noch nicht ran. Das ist ein bisschen blöd. Ich müsste da hinten ankommen. Warte mal, da oben, das war dieser Teleporter. Das ist kein Feuer, oder? Hier geht's nur wieder raus. Ja, ja. Hier ginge es nur wieder raus. Guck mal, da fließt ein bisschen Wasser. Also, ich komme zwar mit der Harfe ganz... Achso, ich muss einfach... Es geht ja auch nicht. Gut, dann... Muss ich das drehen, glaube ich. Ups. Damit der Strahl erhalten bleibt. Also, rein damit. Jetzt hätte ich einen temporären Strahl, aber eine dauerhafte Statue. Das heißt, ich kann hier die Harfe anhauen. Könnte es in einem schaffen, aber ich warte mal noch. Ich mache hier nochmal neu. Dann laufe ich rüber, habe zwar keinen Strahl mehr, aber kann mit der Statue tauschen. Ich glaube, das ist schon mal ein Schrittchen weiter. Allerdings, was hilft mir das dann wieder, ne? Jetzt steht der da, macht auf und ich komme hier nicht durch. So ein Scheiß. Ich glaube, ich hätte es anders ausgerichtet lassen, obwohl es hilft mir auch nichts. Jetzt komme ich wieder an das Relikt nicht ran. Jetzt geht gar nichts mehr. Jetzt kriege ich ja auch die Energie nicht zurück. Okay, ich kann zurücklaufen und das Relikt wieder rausnehmen, klar. Wenn der Strahl hier dauerhaft bleibt... Ach so, dann bleibt ja das Ding aktiviert. Ja, ja. Insofern... Harfe, einmal komplett rüberlaufen. Es geht ja immer nur darum, dass entweder etwas anderes aktiviert ist oder ich selber im Strahl. Jetzt kann ich einmal tauschen. Bin im dauerhaften Strahl. Stell den mal um. Kann ich ehrlich gesagt rausnehmen. Aber was hilft's mir? Dann bin ich da drüben. Ich müsste es irgendwie schaffen. Moment. Da drüben komme ich auch in Strahl rein. Ja. Relikt habe ich. Go. Ach so, wenn ich ein Relikt habe, ist das schlecht. Das Relikt muss jetzt hier rein. Sonst verlasse ich ja den Strahl. So. Jetzt ist der Strahl wieder hier, genau. Na, das wird ja interessant. Jetzt kann ich so rübergehen. Und der Strahl geht durch bis zu dem. Das ist das Gute daran. Ich hoffe, es war die einzige und die richtige Möglichkeit, das aktiv zu lassen und nicht das Relikt irgendwie mitzunehmen. Tor ist offen, weil die Statue da steht. Irgendwann später könnte ich vielleicht nochmal mit ihr switchen, muss ich mir überlegen. Aber auf jeden Fall geht hier der Strahl weiter. Vielleicht wird es jetzt gar nicht mehr so schwer, wenn ich Glück habe. So, das kann man natürlich ganz einfach drehen hier. Alles der Originalstrahl. Hier muss die Statue rein, aber dann bin ich wieder ganz am Anfang. Tja, wenn das mal hilft.
Auf jeden Fall steht die Statue hier, damit ich wieder mit ihr tauschen kann. Das könnte eigentlich klappen. Das könnte wieder so ein Timing, so eine Timing-Sache sein. Warum muss die denn hier rauf? Ich glaube, ich kann hier mal rausgehen und mir das angucken. Genau, der Strahl kommt nämlich hier an. Und er kommt auch da wieder an. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Dann kann ich da nämlich rein und die Harfe direkt anhauen. Aber darüber ist wieder so eine Sache. Doch, dann habe ich ja auch den. Okay. Also die Statue kommt hier rauf, um sich da drüben hin zu duplizieren. Okay. Ich probiere mal was. Vielleicht ist das einfacher, als man erst denkt. Also ich tausche jetzt hier. Ich kann ja wieder zurücktauschen. Die Statue bleibt ja aktiviert. Was war gerade der Denkfehler? Der Strahl geht jetzt nicht mehr durch. Ja, genau. Der Strahl geht nicht mehr durch. So, ich kann jetzt... Mist. Doch, na klar. Ich kann wieder anhauen. Wieder den ersten Weg gehen. Achso, jetzt ist ja das Tor zu. Aber ich kann von hier aus... Darüber? Ist das so gedacht? Ich guck mal, ich könnte es ja eigentlich rückgängig machen. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Hilfe. Jetzt haben wir hier eigentlich schon das Ziel, aber wir müssten den Strahl ausbekommen. Super. Das heißt, ich muss doch irgendwie den anderen Weg gehen. So, jetzt ist sie wieder dupliziert. Wenn ich jetzt darüber gehe, ist sie irgendwie wieder weg. Und der Strahl kommt auch gar nicht da an. Das ist das Problem. Warum habe ich denn das eigentlich gemacht? Das muss ja jetzt einen Sinn haben. Also ich kann zwar hier rüber, aber das Tor ist zu. Also das kann es eigentlich nicht sein. Nochmal den Weg zu gehen. Es muss schon so sein, dass man jetzt abkürzt. Was müsste ich denn geschafft haben? Also wenn ich da jetzt wieder rüber gehe, ist doch auch ungünstig. Passieren kann nichts, weil es müsste eigentlich hier der Strahl bleiben. Genau, also die Statue bleibt erhalten. Wann komme ich hier rüber? Darf ich das mal fragen? Wenn der erste da... Ach, hey. In der Verlängerung mir hier... Nee. Stimmt auch nicht. Ich muss da... Ach du Scheiße. Ach, der. Ah, okay. Das heißt, ich drehe jetzt den, oder? Ich glaube. Aber. Ach Mann, jetzt ist dieser ganze Weg nicht mehr offen. Wie ungünstig. So, die Statue steht im Strahl. Das heißt, ich bin jetzt hier auch im Strahl. Ich könnte von hier nochmal mit ihr switchen. Hier steht sie allerdings nicht im Originalstrahl. Das ist das Problem. Da werde ich sie ganz schnell los, wenn ich nicht aufpasse. Aber ich kann ja selber in den Strahl reingehen und dann wieder switchen. Was ich jetzt machen wollte, ist den Originalstrahl dahin drehen. Jetzt verliere ich ihn kurz. Ja, vor allen Dingen ist sie jetzt nicht dupliziert. Das ist auch schlecht. Jetzt komme ich aber hier rüber. Das hier ist sowieso nur ein temporärer. Den würde ich mal in die Richtung drehen, damit ich da rüber komme. Jetzt ist Essig hier. Das heißt, ich komme hier nie rüber. Ich muss da immer eine Statue stehen haben. Oder irgendwann mal eine Statue stehen haben. Ach, das ist ein Elend. Ich will doch nicht dahin zurück. Da ist das Tor zu. Das ist ja wieder alles sehr hinderlich. Was ist, wenn ich sie hier hinstelle? Bringt mir halt nichts, ne? Kann ich dann wieder zurückgehen und dahin gehen? Hilft mir das irgendwas? Eigentlich nicht. Da musste sie ja irgendwann mal rein. Ich muss den Weg nochmal gehen, habe ich das Gefühl. Aber wie? Das kann ich eigentlich nicht machen. Ja, danke für den Hinweis. Entsperre das Tor. Hm. Also das Tor kriege ich an der Stelle auf. Dann muss ich aber, um jetzt mal logisch zu denken, dann muss ich, wenn ich durchs Tor durch bin, wenn ich dann
die Statue holen will, muss ich ja selber wieder zurück switchen und komme dann aber nicht mehr durchs Tor. Also man muss sie eigentlich einmal zurückgelassen haben, oder? Das ist ja blöd. Jetzt komme ich auch gar nicht mehr hier rüber. Aha. So ein Mist. Okay, nochmal die Statue dahin. Den kann ich noch darüber drehen, falls ich da mal Energie brauche, aber die würde ich auch so kriegen. Oh, das ist jetzt alles übel verwirrend gerade. Also ich muss die Statue auf jeden Fall mindestens hier hinkriegen, um sie duplizieren zu können. Oder ist es einfach nur, dass ich jetzt was vorbereite, was dann da später funktioniert, wenn ich da ankomme? Sprich, ich muss den da wegkriegen. Vielleicht ist das einfach, dass nur das Licht störte. Okay, wenn ich ihn wegkriegen will, dann ist das Sinnvollste, was ich machen kann, da. Weil hier wirft er das Licht nur zurück. Das bringt eigentlich nicht viel. Dann mache ich gleich eine Diagonale draus. Vielleicht hilft die irgendwann mal. Und oder ich nehme den weg, dass das Licht da... Nee, er darf da nicht hinleuchten, oder? Es könnte auch sein, dass er hinleuchtet, aber nicht aktiv ist. Sprich, dass er, wenn ich in der Dimension drin bin, dass er mir dann das Licht gibt, aber... Nee, das kann nicht sein, weil ich habe dann nichts zum Blocken, wenn ich da ankomme. Okay, das ist Quatsch, der muss weggerichtet sein. Und jetzt kann ich eigentlich mit dem auch frei agieren, zum Beispiel mit dem hier die Statue aktivieren, wenn sie denn da drin stehen würde. So, jetzt ist schon echt verwirrend geworden. Statue steht im Licht. Jetzt mache ich es nochmal. Jetzt dupliziere ich sie. Jetzt gehe ich darüber. Die ist jetzt hier noch im Licht, aber wenn ich jetzt nach vorne gehe, ist es vorbei mit Licht, würde ich sagen. Ja! Okay, war eigentlich auch nicht so schwer. Chaos zerstört Wissen und feste Überzeugungen, aber zwingt uns auch zum Errichten neuer Grundlagen. Nur ein Genie überblickt das Chaos, sagt man ja. Okay, jetzt haben wir das. Das ist hier nur so eine Dreingabe gewesen. Das war dann vermutlich der zweite Hub und diesmal habe ich die Bonuswelten gemacht und ich komme nicht zurück zum ersten Hub. Wie gesagt, das ist das Problem. Es geht aber nochmal höher. Oder es kommt jetzt der nächste Hub. Ich bin ja auch irgendwie in einem... Aha, in einem Turm drin. Beziehungsweise jetzt oben... Oh. Jetzt oben drauf. Errungenschaft Skepsis. Ups. Was passiert? Ein riesiges Buch? Noch eins. Was passiert hier? Okay. Die Bäume wachsen. Oh. Und Figuren kommen dazu. Kann ich wieder interpretieren. Okay. Das ist doch vorhin, ist ja... Vorhin sage ich schon. Vor etlichen Folgen. Ist das Kind... So sah es zumindest aus, in die Welt hinausgegangen. Jetzt haben wir eigentlich hier eine ähnliche Situation. Oder sind die inzwischen... Ist er selber wieder Vater inzwischen? Was? Oh. Das ist ja himmlisch. Wow. Ja, okay. Irgendwie begibt er sich auf eine Reise... Hier sind riesige Bücher. Ich gehe mal näher ran. Ich kann es so schlecht lesen. Zum Rätseln ist hier gerade nichts. Jetzt wäre auch so ein Moment, wo man gerne mal sich ein bisschen schneller bewegen würde. Auch wenn dieses sich langsamer bewegen eigentlich gut zur Ruhe von so einem Spiel beiträgt. Deswegen habe ich, glaube ich, auch weniger Probleme damit, dass ich nicht sprinten kann. Weniger Probleme als andere, weil ich der... In solchen Sachen zumindest, der geduldigste Spieler bin, den man sich vorstellen kann, weil ich ein langsamer Spieler bin. Ja, okay, ich würde sagen, ich habe hier alles. Dann gehe ich mal über die... Ist gar keine Brücke, ist eine Aussichtsplattform. Auf die Aussichtsplattform. Oh je, es schneit im Übrigen. Ah. Der Sprung des Glaubens, das ist ja cool gemacht. Wow. Ich bin fast zu schnell dafür.
Bleibt hinter mir alles erhalten? Ja. Wow. Und die Musik, so schön. Wenn sie da ist, ist sie total schön. Gefühlt geht es ein bisschen nach links ab hier. Ich glaube, ich täusche mich. Sehr schick. Okay, jetzt geht's in eine Baumwelt oder was? Huch, ich wollte eigentlich mal rechts und links gucken. Danke. Hinter dem Horizont unseres Geistes suchen wir die Wahrheit, um zu verstehen, was uns vorenthalten wurde. Uns wurde was vorenthalten? Na gut. Vision heißt das Hub, würde ich sagen. Also hier gibt es auch keine Secrets zu sammeln, insofern schaue ich mich jetzt hier in den kargen Levels nicht um. Die Sprungfunktion immer noch relativ witzlos, sei denn man springt mal so da runter, aber dann ist es auch vorbei. Oh, Hilfe. Oh, ich dachte, ich bin unten zurückgesetzt worden. Dann hätte ich echt ein Problem gehabt. Okay, da fliegt wieder so ein Lichtlein. Dann gucke ich doch mal. Ah. Das ist er auf seiner Reise. Okay. Oh. Ja, okay. Geht's weiter? Machst du noch was? Soll ich da rein? In den Brunnen des Lebens. Mehr geht hier wahrscheinlich nicht. Wow. Kann ich da rüberlaufen? Nee, es sah erst so aus. Gut, ich tauche ab, ja? Blub. Wow, wow, wow. Ich muss weiter steuern? Nein. Aha. Blub. 0 von 4 steht da. Dann wollen wir doch mal sehen. Wo war. Ach, hier sind die. Aha. 4. 1 leuchtet, ne? Müsste ich betreten können. Geht's hier auch raus? Ah, am Ende komme ich hier raus. Okay. Kann ich hier was machen? Nein. Kann ich hier was machen? Nein. Wo kann ich was machen? Ist das hier schon das Rätsel? Kann ich hier was machen? Kann ich hier was machen? Hä? Geht hier doch was? Moment. Oh. Was? Ich bin auf einmal unter Wasser verrückt. Okay, löse ich die hinterher? Oder löse ich die woanders? Und hier wird es dann nur dargestellt. Okay, also es gibt 4 Rätselräume. Das ist ja geil. Jetzt laufe ich unter Wasser. Oh. Selbstreflex. Was? Was ist gerade passiert? Ich konnte mir das noch nicht mal in Ruhe angucken. Ey. Ist ja absurd. Oder kommt das wieder neu? Moment, jetzt bin ich wieder hier drin. Okay, das ist nichts Neues. Nee. Wasser ist weg. Das war interessant, auf jeden Fall. Das sieht bald aus wie Eis. Hm. Ja, ist ja auch. Es schneit ja auch, genau. Das ist jetzt auch... Über diese Tore kannst du die dunkle Welt dauerhaft betreten und anschließend wieder verlassen. Aha, endlich mal ein neues Spielelement. Das ist das, was ich mir gewünscht habe. Neues Spielelement, neuer Hub. Okay, ich sehe schon, worauf es hinausläuft. Ich muss... ich muss hier nochmal durch, um das wieder zum Tag zu machen, genau. Ja, mir als altem Portal-Spieler kommen natürlich immer wieder die Elemente, da hinten ist übrigens das Herz mit dem Glühwürmchen drin, immer wieder die Elemente aus Portal in den Sinn. Da gibt es sowas, das nennt sich Life Sensors. Da schreitest du durch und aktivierst was und es kommt aufs Gleiche raus. Du musst halt hier immer gucken, dass du irgendwelche Wege mehrfach gehst. Guck mal, ein Schneemann. ja, so wie hier gerade geschehen, ne? Damit du es aktivieren kannst. Okay, wenn ich jetzt hier durchgehe, dann bin ich wieder in der Dunkelwelt und kann hier rüber. Das habe ich mir schon fast gedacht. Aber wenn ich hier in die Dunkelwelt gehe, ist das doch... Achso, das geht wieder nicht.
Aber ich kann aber nur in der Dunkelwelt die Harfe aktivieren. Das wird ja interessant. Ich gehe erstmal den Weg rum. Dann komme ich nämlich wieder in die Tagwelt sozusagen. Cool gemacht. War ehrlich gesagt überfällig, dass sich mal was ändert. So, jetzt kann ich das hier nicht mehr aktivieren. Und hier als letztes aktivieren. Also denke ich, dass darauf hinauslaufen, dass man hier schnell timet. Jo. Schön. Kommt hier eine Schriftrolle oder nicht, ist die Frage. Beobachte das mal. Oh. Ah. Ah. Von wegen beobachten. Ich glaube, hier ist nichts passiert. Oder? Hier ist nichts passiert. Hätte man ja auch gehört. Hier würde ich wieder runterkommen und zurück. Was ist, wenn ich verlasse? Komme ich dann in dem Raum wieder raus? Das finde ich ehrlich gesagt noch schnell raus. Also einen Bonus gibt es hier nicht. Das war erstmal zum Kennenlernen. So eine Art Tutorial. Ja, bin ich wieder in dem Raum. Oh. Oh. Sehr schön. Also das ist eine Frischzellenkur, die hat es gebraucht. Dieser Turm mit den ganzen Etagen hat eine ganze Weile gedauert. Oh, oh. Ach, das ist immer die jeweilige Tür. Jetzt verstehe ich das. Ich bin einfach in die Tür. Waren die, oder waren die vorher überhaupt schon da, die Türen? Ich bin verwirrt, aber für die nächste Folge würde ich mir die 2 vornehmen, die interessanterweise gegenüber von der 1 ist und nicht irgendwie im oder gegen den Uhrzeigersinn läuft. Gut, also dann gucken wir als nächstes hier rein. Geht das auf? Ja, es ginge auf. Und dann gucke ich mir das nochmal ganz genau mit dem Wasser an, ehrlich gesagt. Ich habe mich zu schnell rumgedreht in der Folge. Ja, beim nächsten Mal geht's weiter hier in The Sojourn. Seid mit dabei. Bis dahin. Tschüss.